Es ist wieder Formel 1 Zeit und damit herzlich willkommen hier bei www.andreasrichter.tv, sagen wie immer meine charmante blonde Assistentin und ich. Es ist der große Preis von China, Folge 4 meines Formel 1 Videoblogs mit dem Titel Mit Abstand und wir schauen auf einen Mann, der dieses Wochenende ganz klar in allen Belangen dominiert hat. Pole Position, schnellste Rennrunde, Grand Prix Sieg, WM-Führung, Lewis Hamilton. Der Brite, der amtierende Weltmeister, fährt in der Form seines Lebens. Glückwunsch an den Briten. Rang 2 für Nico Rosberg, seinen Teamkollegen, damit wieder Doppelsieg, wieder einmal, muss ich sagen, Doppelsieg für Mercedes AMG. Die beiden dominieren und das Team dominiert die Formel 1. Daran ändert auch nichts. Ein toller dritter Rang für Sebastian Vettel. Glückwunsch nach Heppenheim und Maranello im Ferrari. Aber Ferrari hat sich ganz klar als Nummer 2, als zweite Kraft im Feld etabliert. Das beweist wieder einmal der vierte Platz von Kimi Räikkönen. Das, was sich angedeutet hat in den letzten Wochen, hat sich heute bestätigt. Die vier waren ganz klar die vier Fahrer und die zwei Teams, die dieses Rennen beherrscht haben. Da konnte auch Frank Williams mit Valtteri Bottas und Felipe Massa nichts ändern, wenngleich gut im Training unterwegs. Massa Vierter, Bottas Fünfter in der Startaufstellung und heute im Rennen Massa auf Rang 5, Bottas auf Rang 6. Wenn wir schon bei den Top 10 sind, machen wir sie gerade mal komplett. Siebter Rang für Romain Grosjean im Lotus. Achter Rang für Felipe Nasr, den Neuling im Sauber-Team. Neunter Platz, eine Enttäuschung für Danny Ricciardo, den Australier. Letztes Jahr 3 Rennsiege, heute nur 9. Platz. Aber positive Überraschung auf Rang 10, Marcus Ericsson aus Schweden, zweiter Mann im Team von Sauber, damit auch in den Punkten. Glückwunsch an Monisha Kaltenborn und ihr Team in Hinwil in der Schweiz. Zwei Fahrer in der Startaufstellung unter den Top 10, beide Fahrer unter den Top 10 und damit in den Punkten heute im Rennen. Das ist aller Ehren wert. Ein solches Kompliment gilt auch für die zwei Fahrer vom Team Manor Marussia aus Großbritannien. Will Stevens, der Brite, und Roberto Merhi, der Spanier, sind beide im Ziel gewesen, Vorletzter und Letzter, aber nur 2 Runden Rückstand, und das meine ich seriös formuliert, nicht ironisch, denn von wegen rollendes Hindernis, das kann ich bei nur 2 Runden Rückstand wahrlich nicht erkennen. Die beiden Fahrer und das gesamte Team, alle Mechaniker und Ingenieure, machen wirklich das Beste aus der misslichen Lage. Nico Hülkenberg im Force India leider ausgeschieden, der junge Mann aus Emmerich in Runde 11 mit Getriebeschaden. Pech für ihn, aber er war gut unterwegs für einen Platz in den Punkten. So viel zum großen Preis von China. Wir sehen uns und hören uns wieder heute in einer Woche. Dann gibt es den großen Preis von Bahrain. Wir sehen uns am späten Abend, denn das Rennen ist erst am späten Nachmittag. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine wunderschöne Woche. Auch ohne Formel 1 freuen Sie sich auf den Lauf Nummer 4 in dieser Saison in Bahrain. Bis dahin alles Gute, sagen wir beide und noch einen schönen Sonntag. Ciao.